Ihr seht jetzt hier wahrscheinlich, wie ich es, wenn ich es hinkriege, das Bild von meinem Mikroskop und die Kamera unten irgendwo in der Ecke oder oben irgendwo, keine Ahnung. Ich habe mein Mikroskop soweit fertig und ich mache dieses Video nochmal neu, weil mit dem alten Video, ich war glaube ich ein bisschen zu vorschnell und habe einige Sachen gesagt, die ich hätte lieber nicht sagen sollen. Siehe den einen Kommentar, den ich schon gelöscht habe, der Herr weiß Bescheid, ist egal. Aber ihr könnt das hier sehen. Mein Mikroskop funktioniert. Das ist jetzt im Moment die maximale Auflösung, die ich hinkriege. Also weniger geht auch gar nicht. Mehr geht auch nicht. Aber es funktioniert. Es ist im größten Maße eigentlich so für euch, dass ihr das sehen könnt. Oder ab und zu ich mal was sehen kann. Mal gucken kann. Weil mit einer Lupe ist auch immer so ein bisschen so eine Gratwanderung. Ihr seht ja mittlerweile auch, wie ich das hier einstellen kann. Also hier den HDMI kann ich auch schön scharf stellen, kann man schön gucken. Den Micro-USB kann man auch schön einstellen und so weiter. Das funktioniert. So, jetzt mache ich das Raspberry Pi Bild weg. Ihr habt das Gerödel wahrscheinlich in klein gesehen, was da dran hängt. Mache ich jetzt mal ab. Der Umstand ist jetzt geschuldet. Ihr seht mich das jetzt hier abbasteln. Ist jetzt dem geschuldet, weil das Flachbandkabel, ups, das war das Mikrofon, halt nicht sehr lang ist. Das Flachbandkabel ist nur 15 cm lang. Da muss ich mir nochmal neues für besorgen. Dass ich das, ich hoffe, dass man kann das hier sehen. Ich gehe da mal ein bisschen ins Bild, soweit ich es sehen kann. Hier hinten irgendwie rumlegen kann und der Raspberry Pi hier hinten am Ständer dran hängt. Eventuell. Man muss mal gucken. Und wenn da mal irgendwann das Geld da sein sollte, vielleicht auch noch mal so einen kleinen, was gibt es da, glaube ich, 7 Zoll oder 10 Zoll LCD. Monitor für den Raspberry Pi, dass man das vielleicht hier auch drauf baut. So, es gibt noch eine Sache. Eine Abdeckkappe hierfür habe ich mir schon gedruckt. Passt aber nicht. Ich muss einen Halter versetzen, weil das ist nicht ganz mittig mit den Schrauben, wo es hier drin ist mit den Haltern. Das passt nicht ganz. Und ups, den Schlitz für das Flachbandkabel, ja, der muss ein bisschen anders stehen. Dauert aber halt eben so 2,5 Stunden ungefähr, bis das gedruckt ist durch die 0,2 mm Düse. Ich habe keine Lust, die jetzt wieder umzubauen, dann kann ich auch damit drucken. Das doch dauern. Ist aber nicht so schlimm. So, ihr habt das jetzt hier gesehen. Tastatur. Wenn ich den Raspi soweit fertig habe, dann mache ich natürlich auch einen Autostart soweit fertig, dass er dann auch gleich das Bild liefert beim Starten und nicht erst noch mit der Maus noch und Terminal, Tastatur und so weiter. Muss dann ja alles nicht, dass er dann gleich ein Bild zeigt. Vielleicht, wenn ich dann irgendwann mal nach schnell noch mal ein bisschen Geld übrig habe, ein Raspberry Pi Zero oder wie die Dinger heißen. Das ist ja kleiner, das Ding geht ja auch Kamera, ist auch HDMI-Ausgang, glaube ich, dran. Oder ich mache das über WLAN, wie auch immer, keine Ahnung. Aber ihr habt es gesehen, ich habe das soweit fertig. Das ist der Ständer dazu. Den verlinke ich auch nochmal unten in der Videobeschreibung. Ich zeige euch den gleich nochmal auf Amazon. Da wollte ich noch was zu sagen. Ich habe auch die Blende, da will ich jetzt nicht dran rumspielen, die habe ich jetzt auch wieder eingebaut. Die habe ich jetzt auch richtig. Das hatte ich vorher nicht. Ich habe die Linsen soweit eingestellt. Ich habe das alles jetzt sauber. Darum mache ich das Video neu, weil das vorher, ja, das war eigentlich nichts. Darum habe ich das Video rausgenommen. Und deswegen mache ich das hier halt neu. Das dann saubere Linsen, alles sauber, alles schön. Ihr habt gesehen, das Bild ist wunderbar mit der Blende. Dass es so scharf ist, verdanke ich der Blende. Hätte ich auch noch mal zeigen können, habe ich jetzt vergessen. Wenn ich die voll aufmache, wird es unscharf und dann wird auch nur ein ganz kleiner Spot in der Mitte scharf.
Der Rest außen ist unscharf, aber mit der Blende, wenn ich die Blende ein bisschen zumache, ist das Bild insgesamt scharf. Das ist bei der Optik halt so. Ist die Blende relativ weit zu, brauche ich mehr Belichtungszeit, habe aber mehr Tiefenschärfe. Mache ich die Blende richtig schön weit auf, ja, sehr kurze Belichtungszeit, aber relativ unscharf. Da ist nur ein ganz kleiner Spot in der Mitte vielleicht scharf und der Rest ist alles unscharf. Keine Tiefenschärfe, nichts. Manchmal macht man das so aus gewissen Gründen. Das gibt Bildern manchmal einen gewissen Charme. Will ich gar nicht drauf eingehen, aber hier muss ich halt mit der Blende arbeiten. Deswegen habe ich sie auch eingebaut. Wieder eingebaut. Es war ein bisschen kompliziert. Vorher hatte ich da eine Sache falsch gemacht und zwar bei der Blende gibt es ein Plättchen. Das zeige ich euch jetzt nicht, nehme ich nicht nochmal auseinander. Das ist eine Friemelei ohne Ende. Muss unter dem einen anderen untergelegt werden. Das letzte, was ich auflege, muss ich trotzdem noch dem vollen noch unterlegen. Das ist ein bisschen kompliziert, das war ein bisschen friemelig. Habe ich aber geschafft, es funktioniert. So, jetzt gehe ich mal auf den PC. Und zeige euch mal den Ständer dazu. Ja, hier seht ihr jetzt den Ständer. Ich versuche den Teil nochmal. Ich lasse das eine raus, was ich eigentlich sagen wollte. Ist egal. Das habe ich mir jetzt ja gekauft. Ich habe mich hier von den Bildern halt verleiten lassen, dass es größer ist. Wir haben gesehen, es ist nicht so groß. Da wird dieses Teil da oben drauf auch nicht sehr groß sein. Die Platine da unten, die kann gar nicht so groß sein. Also wenn ich mich an der Platine orientiere, müsste das doppelt so groß sein, was ich habe. Hier auf den Bildern. Von dem, was ich habe. Ist es aber nicht. So. Das ist das Teil. Ich verlinke das unten im Video rein. Ich hätte das Ding auch günstiger haben können. Nur ich wollte es nicht aus Plastik haben. Das Ding hier ist komplett aus Plastik. Auch wenn das mit der Klammer hier vorne eigentlich idealer gewesen wäre. Aber ich wollte es nicht aus Plastik haben. Und 3D-Drucken wollte ich jetzt auch nicht unbedingt irgendwas, was dann in der Art und Weise hier dabei rausgekommen wäre. Das wäre sehr kompliziert gewesen und sehr aufwendig. Und da das für das günstige Geld mir da über den Weg gelaufen ist, habe ich gedacht, kauf das, passt wunderbar. Für meine Zwecke ideal. Vielleicht kaufe ich noch ein zweites und drittes, weil ich habe schon was im Kopf, wo ich mir denke, das passt sogar noch für zwei, drei, vier andere Sachen. Das ist gar nicht mal so verkehrt. Für das Geld ist das echt top. Und in China kriege ich es nicht günstiger. So, dann danke fürs Zugucken. Ich hoffe, es ist alles geklärt und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Tschüssi.